NTB, Schule Vivanti, Jugendtechnikum, wie sind ihr auf die Idee gekommen? Ich kann mich noch gut erinnern, vor 12, 13 Jahren habe ich mal den Jürg Mäder getroffen. Wir haben zusammen ein Bierchen genommen und haben dann angefangen zu diskutieren und ein bisschen philosophieren über Ausbildungsfragen, über Pädagogik, wie kann man Jugendliche für etwas begeistern, für Sprachen, für Naturwissenschaften, Mathe und solche Sachen. Und irgendwie aus dem, zwei, drei weitere Gespräche, ist dann einmal ein Versuch entstanden. Komm, wir machen mal so etwas. Zuerst haben wir gemeint, Begabtenförderung. Dann haben wir gesagt, nein, wir müssen das breiter machen. Begeisterung für Mathe, Informatik, Technik und Naturwissenschaften fördern. Und da sind wir in den Fundus von der NTB gegangen. Man sieht es am Leuchten von deinen Augen an. Gell? Irgendwie es begeistert dich selber auch. Du hast natürlich als Schulratspräsident von Mura auch eine Affinität zur Volksschule. Hat dir das geholfen bei der Umsetzung? Ja, ich glaube, ich habe in der Zeit, wo ich eben das Amt bekleide in Mura, stärker als vorher gelernt, was es eigentlich für eine schwierige Aufgabe ist für die Lehrpersonen. Ob im Kindergarten oder in der Volksschule, die Kinder für all die Themen im Unterricht zu begeistern. Und was es eigentlich für einen Aufwand braucht, die Begeisterung zu schaffen. Und wie schwierig das ist, einem Kind Erlebnis zu bieten, nicht nur darüber zu reden. Und das hat uns dann auch geleitet, dass wir gesagt haben, nein, wir machen nicht ein Labor oder so. Das hat Schule Vivanti jetzt schon, das Brütwerk. Sondern wir machen etwas, das eigentlich wie eine Vorlesung ist, klassisch wie eine Hochschule. Und trotzdem der Hands-on-Charakter, etwas erleben. Es geht Post ab und nicht nur im Film, sondern eben live. Dass man das kombiniert. Und da war der Fundus super gewesen. Wir haben ja seit vielen, vielen Jahren, seit 1970, Physikvorlesungen. Wir haben Chemievorlesungen. Für unsere Studierenden. Und auch, was wir auch machen, ist nichts Spezielles. Das machen wir, was wir jetzt sehen in dem Film, auch bei den Studierenden so? Im Prinzip ja. Nur da ist es jetzt natürlich gegangen, Sachen zu zeigen, Phänomene aus der Natur zu zeigen, die für Kinder fassbar sind, die sie lustig finden, wo etwas abholt, was sie vielleicht selber erleben. Bei den Studierenden geht es natürlich darum, die physikalischen Zusammenhänge bis zur Mathe, wie man es beschreibt, für einen ganzen Lehrplan aufzubauen. Aber das Prinzip, dass man das Phänomen zuerst zeigen mit Versuchen, und zwar möglichst Live-Versuchen, das ist das Gleiche. Und darum haben wir natürlich eine riesige Sammlung von Versuchen gehabt, die wir adaptiert haben für die Jugendtechnik, für das Kinderniveau. Und wir haben natürlich die Moderation, sprich, wie es Professoren bringen. Da haben es viele müssen lernen. Und wir haben das Glück gehabt, vor vielen Jahren, vor genau 11 Jahren, als wir gestartet haben, haben wir Professoren gehabt, die von sich aus ein wahnsinniges Bedürfnis kann, das an die Kinder zu bringen. Und die haben immer gesagt, das ist eigentlich das schwierigste, das anspruchsvollste Publikum. Dann merkt man diesen beiden auch an, oder? Also Markus Michler und Stefan Rindert merkt man es an, das Föhsackere. Sie haben das auch wollen, so live machen, mit allen Schwierigkeiten, die es natürlich mit sich bringt. Also startet das Apple TV, klappt das mit dem Handy, geht es mit der hoch aufgelösten Kamera, mit Zeitlupe und so weiter. Also bei all der Nervosität, aber man merkt, sie haben es wollen, so machen, ja. Gell? Ja, das ist unbedingt. Das ist aber eine Philosophie, die bei uns im ganzen Haus ist und Sie eben auch Promotoren sind. Wir dürfen nicht gerne nur über das Zeug schwätzen. Wir dürfen es gerne machen, vorführen. Und bei den Studenten, bei uns, geht es dann nochmal einen Schritt weiter. Die Studenten sollen dann auch noch gewisse Sachen selber machen. Darum gibt es einen Versuch, wo sie selber durchführen, Technikversuch, wo sie auch mal einen Fehler machen und merken, wo die Schwierigkeit ist. Also ganz wichtig bei uns, hands-on. Nicht nur reden, sondern machen und tun. Schreckt aber kein Geiss weg. Es ist wirklich hochkompliziert. Also ich merke es mit Filmen ja auch, da musst du alles manuell einstellen. Es wird mal heller, mal dunkler. Dann natürlich morgen muss die Präsentation wieder sichtbar sein, mal der Dozent und so weiter. Mhm. Also das sind sicher in der Vorbereitung locker über 100 Stunden, oder? Ja, das ist es ganz klar. Für eine Physik oder eine Chemie oder eine Mathematikvorlesung, was auch immer, muss man je nach Dichte der Versuche vom Live-Programm gegen die 100 Stunden Vorbereitung rechnen. Und das passiert ja mit mehreren Proben auch. Wir haben Probedurchläufe ohne Publikum, wo sie das alles mal abspielen. Und das ist anspruchsvoll, aber ich glaube, das, was rauskommt in den letzten 10 Jahren, wo wir das machen, immer wieder das Leuchten, immer wieder in den Augen der Kinder. Und vor allem, wenn man so einen Hörsaal voll von Kindern hat oder von Jugendlichen und man sich vorstellt, dass die sollten jetzt mal längere Zeit still sitzen. Und wenn du dann reinkommst und zumal ist es so still dort drin, außer der Professor, der redet, dass ein Bleistift am Boden fallen gehören, dann merkst du, wie die bei der Sache sind. Und das ist eigentlich der höchste Lohn.
Apropos Lohn, apropos Leuchten, die NTB ist ja für unsere Region natürlich ein Leuchtturm, ein Leuchtwerk. Wir hören es immer von Fusion. Haben wir eine Chance, dass das Leuchtwerk, also eben, das ist ja schon lange her, als man das NTB hierher geholt hat, da hier können behalten, ist wirklich sehr, sehr wichtig für die Region. Haben wir eine Chance, dass trotz all diesen Fusionsbestrebungen auf politischem Parkett der Standort hier bleiben kann? Also ich bin persönlich sehr überzeugt, dass die ganze Bewegung und eben die Fusion, wie du sagst, die man jetzt in der Zeitung auch nachverfolgen kann, vor allem eine Organisationsentwicklung ist und eine Strukturentwicklung. Ich glaube, dass es der Studierende heute und morgen gar nicht spürt, was da geht, außer er interessiert sich für Politik. Ich bin auch überzeugt, dass der Mitarbeitende, da an der NTB, der Professor, der wissenschaftliche Mitarbeiter, das Verwaltungspersonal, das Hausdienstpersonal, da passiert nichts. Die werden weiter ihren Job können machen, so wie sie es heute machen. In der Führungsetage, also auch bei mir, wird sich einiges umstrukturieren. Wir werden eine zentrale Führung kriegen oder Teil von einer zentralen Führung sein. Aber wichtig ist, dass das, was wir heute machen, nämlich einerseits Lehre, das heisst, den Leuten am Schluss, also der Wirtschaft, Fachkräfte zur Verfügung stellen, aber auf der anderen Seite auch Forschungsleistungen für die Wirtschaft erbringen und, nicht vergessen, wir haben jetzt etwa 215 Angestellte hier am Platz. Wir sind auch mittlerweile eine recht grosse Entwicklungs-KMU. Also man kann uns vergleichen, umsatzmäßig, menschenmäßig, wenn man die Schule weglässt, den Lehrteil. Wir sind eine KMU mit etwa 130, 135 Leuten. Ich meine ja, Technologietransfer nach der Wirtschaft der Region, nach der KMU. Ja. Ja, ich weiss, du kannst nicht sagen, du willst nicht sagen, ich habe ein kleines bisschen mitgelassen, dass also die ganze Volksnähe, die noch die NTB jetzt gerade zusammen auch mit deiner Person auszeichnet, könnte uns gleich mittelfristig ein bisschen abhanden kommen. Wir werden uns in einen grösseren Kontext müssen stellen. Und es ist auch mein persönliches Anliegen, dass in dem, was nachher kommt, nach dem Zustand von jetzt, eben vor Ort noch so viel Autonomie ist, dass es eben die Wahrnehmung, die Vernetzung zur Wirtschaft, zu den Zubringern, das sind Gewerbeschule und Lehrbetrieb, weiter möglich ist. Aber es geht nicht einfach weiter wie bisher. Und wir sehen jetzt, was die Medienzentren hergebracht haben, Volksnähe zu diesen Schülerinnen, zu diesen Schülern, eben in diesem Beitrag drin. Und eben, ihr könnt auch darauf verlassen, wenn ihr jetzt schaut, es ist viel, viel komplizierter, als das hier scheint der Fall zu sein. Ich habe es ein bisschen nachvollziehen vom Film her. Und es ist wirklich höchst interessant. Es ist jetzt faszinierende Physik, aber wir müssen klar sagen, es hat natürlich auch im Bereich Chemie, Mathematik und in anderen Bereichen gibt es ähnliche Sachen natürlich auch, oder? Genau. Wir wollen die Breite der MINT-Fächer, MINT-Themen abdecken. Es war dieses Jahr schon eine Chemie-Vorlesung, es wird noch eine Mathematik-Vorlesung kommen. In anderen Jahren haben wir Informatik stärker betont. Die Mischung soll es machen, für die stehen wir auch von der Technologie her hier am Platz. Und wenn ihr herumschaut, die Fachgebiete die sind eigentlich auch die Basis von sehr, sehr vielen Unternehmungen bei uns im Alpenrheintal, diesseits und jenseits des Rheins. Und das wiederum, zusammen mit den Arbeitsplätzen, die ja verbunden sind mit alledem, ist eigentlich die Basis vom Wohlstand, von der Art und Weise, wie wir hier leben dürfen. Und darum fühlen wir uns sehr gut eingebettet und werden alles daran setzen, dass trotz Fusion eben die Verbundenheit mit dem Rheintal und der Nutzen für das Rheintal möglichst erhalten wird, erhalten bleibt, halt in einer neuen Organisationsform. Ja, ist eine spannende Sache, oder? Ja, sicher. Das ist sicher. Da, man sieht es, es sind Lehrer drin, es sind Eltern drin. Das ist das Jugendtechnikum, das ist spannend für alle Generationen. Könnt ihr in der Schule Vivanti so etwas auch machen? Also sind ihr, was das betrifft, auch eine spezielle Schule? Also, oder ist das jetzt auch einfach dem Event vorbehalten? Ja, wir haben das eigentlich einmal als einmalige Sache geplant, aber es war dann so ein Erfolg. Ein weiterer Teil ist in der Schule Vivanti das Brütwerk, wo ja als Freizeittagebot genutzt ist und so beliebt ist, dass wir das jetzt einfach über die Jahre weitergeführt haben. Und ich glaube, das Spezielle daran ist schon, dass die Schule Vivanti auch die Umwelt, also die Welt außerhalb des Schulzimmers einbezieht und dann so Begegnungen wie jetzt hier kreiert. Und das tun ihr auch, gell? Das sind bei Hutten nicht alles deine Schüler, oder? Nein, das ist ein öffentliches Angebot. Also die kommen von Chur bis St. Gallen, Liechtenstein, also sie kommen da von weit her.
Du, wir könnten dir lang erzählen, aber ja, du, ich gehe mir auf, musst mal retten schauen, ich gehe mir aufhören, die können rein, die sind gespannt, also, und ich natürlich auch, was das dann erleichtern wird. Gut, okay, merci. So, also, dann wollen wir weitermachen. Möchte ich zum nächsten Thema kommen, und zwar, wir möchten noch kurz bei unserem Mikrofon als Sensor bleiben. Wir können mit unserem Mikrofon nämlich noch andere lustige Sachen messen. Wir können nämlich zum Beispiel unser Mikrofon als Stoppuhr verwenden, oder? Wir können sagen, praktisch, wenn du einen Ton hörst, dann starte eine Zeitmessung. Wenn du ihn wieder hörst, dann hör auf. Ja? Und eine Möglichkeit, das zu tun, haben wir hier am Beispiel eines Stoßes, also eines sogenannten inelastischen Stoßes, den man hier damit zeigen kann. Und zwar, wenn ihr euch jetzt anhört, zum Beispiel, ich lasse jetzt mal, ohne dass wir das starten, einfach mal so einen Ball, hört nur aufs Auftreffen des Balls auf den Tisch. Also, die Geräusche, die der Ball erzeugt, oder, werden zeitlich gesehen immer kürzer, oder, weil der Ball kommt weniger hoch hinauf, weil er Energie verliert und trifft dann wieder auf den Boden. Und jetzt kann ich im Prinzip Folgendes machen. Ich kann jetzt einfach messen, wann immer kommt der an und wie viel Zeit vergeht zwischen quasi mehreren Aufschlägen auf dem Boden. Und das wollen wir hier jetzt einmal machen. Stefan, kannst du mir starten? Ich lasse hier diesen Ball aus einer definierten Höhe. Wir haben hier mal, ich hoffe, stimmt, 60 cm eingestellt. Und wir lassen den mal starten. Markus. Muss man nochmal auf Reset drücken. So, das war nicht schön. Machen wir nochmal. Das war zu spät. Er hat am Anfang nicht ausgelöst, ja, beim ersten. Warte. So. Jetzt habt ihr gesehen, was der gemacht ist. Der hat jetzt jedes Mal, wenn er gehört hat, dass der Ball aufgetroffen ist, hat er quasi die Zeitmessung gestartet, die nächste gestoppt, die vordere. Und er weiß jetzt, in welchen Zeiten praktisch der Ball aufgetroffen ist am Boden und rechnet sich jetzt damit aus, wo der Ball gestartet ist. Er sagt jetzt hier 59,35 cm. Ja, ich habe ihn hier aus 60 cm Höhe quasi runterlassen. Was man hier auch noch machen kann, man kann jetzt einfach aufgrund des Abstandes, kann man sich ausrechnen, wie viel Energie dieser Ball verloren hat. Und zwar, der fängt ja mit 100% Energie praktisch einmal an und dann aufgrund der Tatsache, dass er eben immer weniger weit kommt, oder, kann man jetzt eben ausrechnen, wie viel Energie er praktisch jedes Mal verliert bei jedem Aufprall. Und man sieht, im Mittel behält also so ein Tennisball etwa 80% seiner Energie bei. Ja? Also ungefähr 80% hat er jedes Mal vom vorigen Mal noch übrig. Jetzt können wir uns mal anschauen, wie das mit einem anderen Ball ausschaut. Ich nehme jetzt mal einen Gummiball und jetzt messen wir das gleiche mal für einen Gummiball. Also Stefan startet. Fertig. Ja, auch hier sehen wir, die 60 cm kommen wieder super schön raus. Und was man aber schon gehört hat, ich zeige es euch noch einmal im Vergleich, wenn ihr schaut, wie hoch der Ball wieder kommt. Ja, man sieht, der Gummiball kommt höher, oder, als der Tennisball. Das heißt, der Gummiball verliert also anscheinend weniger Energie pro Auftreffen als der andere. Das können wir uns auch anschauen, wenn wir jetzt hier uns die Energie anschauen. Ich hab schon. Dann sieht man, der behält im Mittel etwa 86% seiner Energie. Ja, also verliert weniger Energie als Funktion des Aufprallens. So, jetzt können wir das Ganze noch mit einem großen Ball machen, weil den können wir uns dann nämlich auch noch auf eine andere Art und Weise anschauen. Ja, müssen wir nochmal, der war leider schief. So, da sieht man jetzt, da ist die Genauigkeit nicht so hoch, der Ball ist halt auch sehr groß. Gell? Ist immer die Frage, wo ist die Höhe genau zu berechnen. So, wenn wir jetzt hier umschalten auf die Energie, dann sieht man, der Basketball ist der schlechteste von allen, oder? Der deformiert sich relativ stark, wenn er am Boden auftrifft, verliert dadurch eine große Menge an Energie und behält im Mittel also nur etwa 70% der Energie bei einem solchen Aufprall bei. So, jetzt können wir uns mal anschauen, wie fliegt denn eigentlich so ein Ball? Das kann unsere App leider nicht, oder? Die kann uns nur sagen, wann trifft er auf, weil die verwendet hier nur das Mikrofon. Stefan, kannst du mir starten? Was wir jetzt hier machen, das sieht man dann hier auf dem rechten Bildschirm. Wir haben hier einen Sensor, der jetzt wirklich einfach den Abstand misst. Und wir lassen jetzt unseren Ball fallen und der misst praktisch immer, wie weit ist der Ball vom Sensor weg und zeichnet das Ganze auf. So, machen wir das einmal.
War nicht schön, machen wir nochmal. Ja, die hinteren sind nicht so schön, aber die beim vorderen zwei sieht man es recht hübsch, oder? Also man sieht, zuerst ist der Ball auf einer gewissen Höhe, dann fällt er auf den Boden, dann beginnt er nach oben zu vergehen, dann geht er wieder hinunter, wieder nach oben und wieder hinunter. Und man sieht, er hat jedes Mal eine andere Endhöhe erreicht, oder? Kommt nicht mehr auf dieselbe Höhe zurück. Jetzt, was man unten auf dem unteren Diagramm in grün sieht, das ist die Geschwindigkeit des Balles. Ja? Und man sieht, der Ball hat also im Prinzip eine Geschwindigkeit, die negativ ist. Er fällt ja zuerst nach unten, wird auch immer schneller. Und dann, wenn er unten auftrifft, dann dreht er quasi mehr oder weniger instantan seine Geschwindigkeit um. Er fliegt jetzt nämlich nicht mehr nach unten, sondern nach oben. Und zwar mit maximaler Geschwindigkeit nach oben. Bremst wieder ab, ja, und fliegt dann wieder hinunter. Und das sieht man hier in diesem Zickzack-Muster praktisch. Und was noch zu erkennen ist, ist, ihr seht so unten an der blauen Kurve, jedes Mal, wenn sich die Geschwindigkeit von Minus nach Plus umdreht, dann gibt es da so einen starken Peak. Das ist die Beschleunigung, die der Ball erfährt, wenn er umdreht. Oder? Er wird praktisch da auf Null abgebremst und in die Gegenrichtung beschleunigt. Und dieser Peak beim Auftreffen, das ist quasi diesen Peak, den man hier immer sieht, wenn die Geschwindigkeit sich gerade umdreht. Ja? Also man sieht, man kann auch zum Beispiel solche Stöße, solche in dem Fall inelastischen Stöße eines Smartphones oder mit Hilfe eines Smartphones analysieren. Gut, dann kommt der Stefan zu einer weiteren Möglichkeit, die wir auch mit Lautsprecher, Mikrofon des Handys durchführen können. Ja, Mikrofon und Lautsprecher, das sind sozusagen das umgekehrte Funktionsprinzip. Und die Kombination aus beiden, also sowohl Lautsprecher als auch Mikrofon miteinander kombiniert, das passiert in einem sogenannten Sonar. Ja, vor allem bei Schiffen wird das verwendet, um zum Beispiel die Wassertiefe auszuloten. Da schickt man also einen Ton nach unten, so lange, bis er am Boden ankommt und am Boden wieder zurückreflektiert wird. Das sind diese grünen Wellen hier, die kommen wieder nach oben. Und das dauert eine gewisse Zeit und die Zeit, die das dauert, daraus kann man eben die Tiefe oder die Entfernung messen. Und das Gleiche wollen wir mit unserem Smartphone machen. Dazu bauen wir uns so ein bisschen schallisoliert, damit da von allen Seiten nicht überall die Geräusche aufgefangen werden, so eine kleine Schallkammer auf. Zur Messung der Entfernung haben wir ja so dieses Maßband. Und das, was da auf dem Bild der Boden war, dazu nehme ich hier diese Platte her, an der kommt also der Schall, der kommt an, wird reflektiert, geht wieder zurück. Und wie lange das dauert, das misst unser Smartphone. Ich habe das hier jetzt auf einen Meter Entfernung gestellt und man sieht hier, die Messung ist gerade bei einem Meter. Machen wir mal 1,50 Meter. Auch etwa gut zu sehen dort. Doppelte Entfernung, 2 Meter. Sieht man also hier, wo dieser Ausschlag ist, dort ist der Messwert. Gut, also einfaches Prinzip und recht genaue Messung. So, das war also jetzt im Prinzip der Lautsprecher, die Kamera, das Mikrofon unseres Telefons, das wir also verwenden können, um verschiedene Experimente zu machen. Und als nächstes möchte ich einen weiteren Sensor kurz beschreiben, der ganz wichtig ist, mit dem man auch sehr viele verschiedene Sachen machen kann, und zwar der sogenannte Beschleunigungssensor. Der Beschleunigungssensor vom Prinzip her ist ein Gerät, das also die Beschleunigung unseres Telefons messen kann, und eine Beschleunigung, physikalisch ist eine Beschleunigung immer das Resultat einer Kraft. Also wenn auf einen Körper eine Kraft wirkt, dann erfährt er eine Beschleunigung. Ja, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, Newtonsches Gesetz. Das heißt also, wenn wir Beschleunigung messen wollen, müssen wir eigentlich Kräfte messen können. Und eine Möglichkeit, um Kräfte zu messen, ist die Messung einer Kraft mit Hilfe einer Feder.
Und das habe ich hier mal so prinzipiell aufgebaut. Wir haben hier eine normale Feder hängen, oder? Und wenn ich jetzt diese Feder unterschiedlich stark mit einer Kraft beaufschlage, oder, dann sieht man, dann dehnt sich die unterschiedlich aus. Jetzt müssen wir mal schauen, ob so eine Feder zumindest im Ansatz linear ist. Das heißt, ob wenn ich die doppelte Kraft aufwende, sie sich auch doppelt so stark ausdehnt. Und das wollen wir mal testen, oder? Und zwar, ich habe jetzt hier mal praktisch kein Gewicht dran gehängt. Und jetzt hänge ich einmal hier zwei solche Massen dran, also zweimal 100 Gramm praktisch. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ding auslenkt entsprechend. So. Und jetzt markiere ich hier mal die Höhe der Auslenkung. Das sind wir also ungefähr hier. So, und jetzt tue ich noch einmal zwei solche Klötzchen drauf. Ja, dann kommen wir etwa hierher. Jetzt tun wir nochmal zwei Klötzchen drauf. Sind wir in etwa hier. So, und man sieht jetzt, die Abstände, um die sich unsere Feder gedehnt hat, die sind ziemlich schön linear. Das heißt, wenn ich doppelt so viel Gewicht drauf tue, kriege ich die doppelte Auslenkung. Wenn ich dreimal so viel Gewicht drauf tue, kriege ich die dreimal so große Auslenkung. Das heißt, die Auslenkung einer Feder scheint also ein vernünftiges Messwerkzeug zu sein, um Kräfte zu messen. Die Kräfte, die wir jetzt hier messen, das ist die Gewichtskraft, oder? Die doppelte Masse heißt das doppelte Gewicht, mit dem die Erde praktisch an der Feder zieht. Das heißt also, unser Beschleunigungssensor kann ich ihm im Prinzip so vorstellen, der tut eigentlich nichts anderes, als dass er Kräfte misst. Und dazu hat man in den Beschleunigungssensor quasi eine kleine sogenannte seismische Masse eingebaut. Und diese kleine Masse, wenn die jetzt eine Kraft erfährt, dann bewegt sich die. Und wenn sie sich bewegt gegen eine Feder, dann wird sie ausgelenkt und die Auslenkung messe ich. Und diese Auslenkung der Feder, die ist jetzt proportional zur Beschleunigung, die diese Masse, diese seismische Masse erfahren hat. Und auch so ein Beschleunigungssensor in so einem Smartphone ist ein Mikrosystem. Das heißt, da hat man hier so ein strukturiertes System. Das hier sind die Federn, sogenannte Blattfedern. Und das ist die seismische Masse, die sich bewegen kann. Und wenn jetzt eine Kraft, also eine Beschleunigung auf den Sensor wirkt, dann verbiegt sich das Ganze. Das heißt, es biegt sich hier so durch. Und man sieht hier, diese blauen Striche gehen näher an diese grünen Striche. Und das ist dann eine sogenannte elektrische Kapazitätsänderung, die man misst. Und über diese Kapazitätsänderung kann man den Abstand, also die Änderung des Abstandes bestimmen. Das ist genau das, was bei einer solchen mechanischen Feder auch passiert. Eine Änderung des Abstandes durch eine auftretende Kraftwirkung. So, also das ist das Prinzip, was ein Beschleunigungssensor macht. Und jetzt wollen wir mal schauen, was wir mit so einem Beschleunigungssensor alles tun können. Das kommt nachher. So, und als erstes möchte ich einfach mal zeigen, was denn ein solcher oder dass ein solcher Beschleunigungssensor eben zum Beispiel unsere Gewichtskraft messen kann. Jetzt kann ich hier mal Folgendes machen. Wir können jetzt hier mal schauen, was unser Sensor misst, wenn ich das Handy einfach irgendwie so halte. Ich starte jetzt das Ganze hier mal. Und wir sehen jetzt, der misst jetzt in drei Achsen, nämlich in der X, in der Y und in der Z-Richtung. Und jetzt wissen wir noch nicht, was ist X, Y und Z. Und jetzt müssen wir uns eigentlich nur mal das Signal anschauen. Und wenn wir hier beim Signal schauen, dann sehen wir, also ich drehe es jetzt einfach einmal, damit wir eine Skalierung kriegen, die nachher, wo man was erkennen kann, so wie jetzt. So, also was man jetzt hier sieht ist, unser X-Sensor, der misst einmal eigentlich 0. Ja? Unser Y-Sensor, der misst 10. Und unser Z-Sensor, der misst wieder ungefähr 0. Ja? Also, was einmal sicher ist, ist, das ist Y, oder? Weil da wirkt das Gewicht, die Gewichtskraft wirkt nach unten. Also die 10 Meter pro Sekunde Quadrat, das muss Y sein. So, jetzt drehe ich das Telefon mal in die Richtung. So, und jetzt sieht man, jetzt messe ich die minus 10 plötzlich in X. Ja? Also das heißt, das hier ist die X-Richtung vom Telefon, das ist die Y-Richtung, dann müsste entsprechend das hier die Z-Richtung sein. Ja? Das heißt, das sieht man jetzt hier, jetzt ist der Z-Sensor von 0 auf 10 gesprungen und der X- und der Y-Sensor messen jetzt 0. Ja? Also das heißt, wir wissen jetzt einmal, wie die Achsen in unserem Smartphone hier praktisch sind und wie die Kraft messen. Und jetzt ist natürlich blöd, wenn man jedes Mal die Gewichtskraft misst, weil wenn ich die Beschleunigung von dem Handy messen will, will ich ja nicht immer das Gewicht mitmessen, oder? Sondern das Gewicht ist ja eh immer gleich. Deswegen kann man jetzt Folgendes machen, man kann jetzt hier praktisch alternativ die
die, mit einer anderen App kann man praktisch das Gewicht einfach wegrechnen oder rausrechnen und kann dann mit dem herausgerechneten Gewicht entsprechend das Gleiche nochmal tun und kann dann praktisch Beschleunigungen also absolut, also sprich korrigiert um das Gewicht entsprechend messen. So, und das ist das, was wir jetzt hier als nächstes tun wollen. Und diese Messung unserer Beschleunigung, die wollen wir jetzt hier machen, indem wir, also ich kann mal hier schnell zeigen, dass es jetzt praktisch in allen Achsen Null misst. Ich muss es hier einfach mal drehen, damit wir da halbwegs eine Skala bekommen. Ja, man sieht jetzt in X Null, in Y Null und in Z Null. Ja? Also wir haben jetzt das Gewicht quasi kompensiert. So, jetzt können wir mal versuchen, Beschleunigungen zu messen und das machen wir jetzt. Das sollten Sie nicht unbedingt alle nachmachen. Dazu packen wir es dann noch zur Sicherheit noch ein bisschen in so eine Folie ein. Tun es dann noch in eine Säckle. So. So, und der Stefan ist jetzt der böse Bube, oder du bist du der böse Bube? Ja, dann ist schon gut. Das heißt, der Toni ist jetzt der böse Bube. Ich gehe jetzt in dem Fall auch noch hinauf und zwar werde ich jetzt damit noch versuchen, parallel dazu eine Slow-Motion-Aufnahme von unserem fallenden Handy zu machen. Stefan, machst du es heller bitte, weil sonst sehe ich nichts. So, ich gehe jetzt da mal hinter die Moni. Entschuldigung, sonst sehe ich leider nichts. So, wir können uns das Video dann nachher ja anschauen. Also ich schaue mir jetzt praktisch mal das an. Ich sage jetzt dann Start. Wenn ich Start sage, fange ich an filmen, weil er hat ein bisschen Verzögerungszeit. Dann löst der Stefan die Messung aus, dann lässt der Toni das Handy fallen und der Stefan schaltet hoffentlich wieder rechtzeitig ab. So, also. Los. So, das ist, naja, nicht sehr schön, aber immerhin. So, dann schauen wir mal uns an, was unsere Sensoren anzeigen und schauen uns mal an, wie unser Handy gefallen ist. Was sagt unser Z-Sensor? Unser Z-Sensor, der sagt, ja, irgendwas ist da passiert an dieser Stelle, nicht? Da scheint plötzlich die Beschleunigung in Z-Richtung zugenommen zu haben. Unser Y-Sensor, wir haben ja gesehen, Y ist so, oder? Und so haben wir das Handy eigentlich fallen lassen, ja? Der misst hier ziemlich schön minus 10. Also er misst ziemlich schön die Erdbeschleunigung, mit der das Handy auch fallen sollte. Nachher sieht man aber, das nimmt irgendwie ein bisschen ab und gleichzeitig beginnt in X-Richtung irgendwie der auch was zu sehen und zu messen. So, jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie ist denn unser Handy gefallen. Schauen wir es mal von da an. Also man sieht hier, der Toni hält das Handy noch. So, und jetzt lässt er es fallen. Was ich eigentlich zeigen wollte, ist, wenn man das schön langsam zeigen kann, dann sieht man eben schön, dass sich das Handy zu drehen beginnt. Ja, also man lässt es zwar so fallen, aber halt durch Luftzug und alles Mögliche, was passiert, beginnt es im Prinzip sich irgendwie so zu drehen während des Fluges. Ja? Und sobald ich natürlich aus dieser Lage heraus eine Verkippung bzw. eine Verdrehung bekomme, dann sehen auch die anderen beiden Sensoren natürlich eine Beschleunigung. Und das sieht man eben schön hier im Signal. Ja, oder? Der ist im Prinzip zuerst schön senkrecht gefallen und hat dann aber irgendwie begonnen, sich zu drehen. Ja, und diese Drehung sieht man eben im Ausschlag vom Sensor in der Z- und in der X-Richtung. Ja. Was können wir noch mit unserem Beschleunigungssensor messen? Also hier haben wir jetzt praktisch das Handy fallen lassen, das war eine Variante. Was wir noch machen können mit unserem Telefon ist, wir können zum Beispiel Neigung messen. Ja. Also wenn wir die Lage bestimmen können im Raum, dann können wir natürlich auch Winkel messen. Und das wollen wir uns hier jetzt mal als nächstes anschauen. Genau. So, dazu lege ich das Handy jetzt hier mal auf unsere schiefe Ebene und jetzt starten wir mal hier die Messung, schauen wir mal an, was der sagt. Ja. Also der behauptet jetzt mal, wir haben hier in etwa 30 Grad, ja, also 30 Grad eingestellt. Jetzt gehen wir mal schnell schauen, ob das soweit stimmt. So, also gehen wir mal schauen. Ja, also, man sieht hier, ja, 30 Grad hat der Stefan hier eingestellt, ja, an der Stelle. Also unser Handy misst das, was auch eingestellt ist. Wir sehen also 30 Grad Neigung. So, jetzt verstellen wir das Ganze mal, zum Beispiel auf 15 Grad oder so. Machen wir mal ein bisschen flacher.
geht's? Ja, so. So, jetzt sieht man hier, das Handy misst jetzt hier 15,29 Grad. Und wenn wir hier drauf schauen, dann seht ihr hier jetzt beim Strich 15, oder? Haben wir jetzt die Neigung unserer schiefen Ebene eingestellt. So, jetzt wird man sagen, ja, Winkelmessen, wozu braucht man das? Das brauchen alle, die gern spielen, oder? Weil wenn man eben zum Beispiel irgendwie so macht und da soll ein Ball rollen, dann muss ich genau eine Verkippung messen. Das heißt, ich messe, wie halte ich mein Telefon im Raum? Was habe ich für eine Neigung? Und über diese Neigung kann ich eben zum Beispiel bestimmen, wo rollt der Ball hin? Rollt er nach links, rollt er nach rechts, oder? Nach vorne oder zurück. Das heißt, diese Neigungsmessung wird gerne verwendet. Dann wollen wir uns eine weitere Eigenschaft von unserem Beschleunigungssensor anschauen. Was können wir denn mit dem Beschleunigungssensor noch alles anstellen? Und eine Sache ist, wir können zum Beispiel, der Stefan hat ja schon einiges von Schwingungen erzählt, wir können unseren Beschleunigungssensor zum Beispiel verwenden, um Schwingungen zu messen. So, und dazu müssen wir unser Handy jetzt praktisch zu einem Pendel machen. Und zwar machen wir unser Handy jetzt zu einem sogenannten Federpendel. Das heißt, wir hängen es jetzt da mal an eine Feder und lassen es hin und her baumeln und schauen uns mal an, wie sich diese Bewegung darstellen lässt. So, und dazu wähle ich jetzt hier wieder unseren Beschleunigungssensor von vorher. Beschleunigungssensor ohne G haben wir das genannt. So, jetzt muss ich mein Handy da irgendwie tauglich machen, damit wir es da anhängen können. Wir haben da so eine Vorrichtung gebastelt. Und da unseren Gummi rundum. So. Der Stefan macht den Fernzugriff, sehr gut. So, jetzt hängen wir das da unten mal dran an unsere große Feder. So, und jetzt lassen wir den mal auf- und abpendeln. So, was man jetzt hier sehr schön sieht, ist auch wieder, alle drei Sensoren sehen irgendwas. Das heißt, er pendelt nicht perfekt vertikal. Aber man sieht schön, der Z-Sensor ist eigentlich der, der das Signal anzeigt, das wir sehen wollen. Nämlich, wir sehen hier eine schöne periodische Bewegung, unsere Pendelbewegung. Ja. Unser Pendel geht immer auf und ab. Und er zeigt uns im Prinzip hier sehr schön an, oder ich kann hier sehr schön sehen, wie diese Schwingung vor sich geht. Und man sieht, diese Schwingung ist nahezu ungedämpft. Das heißt, die Amplitude bleibt fast gleich groß, auch über eine längere Zeit. Und das ist deswegen der Fall, weil dieses Pendel ziemlich wenig Reibung besitzt. Wir haben zwar Luftreibung, die können wir nie ausschalten, aber wir haben eine relativ kleine Angriffsfläche und deswegen keine sehr starken Luftreibungseffekte. Jetzt können wir aber natürlich hergehen und können die Luftreibung extra groß machen. Und das mache ich jetzt hier als nächstes. Das heißt, ich hänge das jetzt hier mal aus. So, und jetzt hängen wir da mal eine große Platte unten dran. Und diese große Platte hat nur den Sinn, dass wir jetzt einen massiven Luftwiderstand erzeugen, oder? Weil wenn der jetzt auf und ab schwingt, dann haben wir da eine große Angriffsfläche und damit eine große Reibung. So, und jetzt hängen wir unsere Hände da unten wieder rein. So, jetzt machen wir das Gleiche noch einmal. Stefan startet wieder. So, jetzt lassen wir das Ganze wieder schwingen. Und wir sehen schon, schaut im Prinzip mal gleich aus, aber was deutlich zu erkennen ist, ist, die Amplitude nimmt ziemlich stark ab, oder? Man sieht hier an der roten Kurve bereits, dass eben der Ausschlag unseres Pendels sehr stark kleiner wird und abnimmt. Und wenn man das jetzt über eine längere Zeit misst, dann erkennt man sehr schön, dass diese Abnahme der Amplitude, man sagt dann exponentiell ist, das heißt, die nimmt nicht immer gleichmäßig ab, sondern die nimmt zuerst schneller ab und dann immer weniger. Das hat so eine einhüllende. Und so eine exponentielle Dämpfung, wie man sie hier eben messen kann, die ist charakteristisch dafür, dass die Reibung geschwindigkeitsabhängig ist. Und das ist ein typischer Effekt, den man bei der Luftreibung beobachten kann. Ja? Also die Reibung in Luft, also quasi der Luftwiderstand unseres Pendels, wird also quasi durch diese hier exponentiell abnehmende Amplitude sichtbar. Ja? Und jetzt wollen wir uns als nächstes den Drucksensor anschauen. Und so ein Drucksensor in einem Telefon wird auch sehr gern ein Barometer genannt. Oder? Ein Barometer, kennt man den Ausdruck, zum Höhemessen. Ja? Und Höhe messen wir auf der Erde eigentlich, indem wir einen Druckunterschied messen. So, und hier sieht man mal kurz, wie dieser Drucksensor aufgebaut ist. Druckänderungen verformen die Membran. An den Widerständen entsteht proportional dazu eine elektrische Spannung. Die Spannungsänderung ergibt sich aus dem anliegenden Druck.
Bei analogen Sensoren werden typischerweise Signalspannungen zwischen 0 und 5 Volt erzeugt. Also man sieht hier, dieser Drucksensor von Bosch, der unter anderem eben auch in unseren oder in vielen unserer Telefone verbaut ist. Man sieht ihn hier auf der rechten Seite, der gerade mal irgendwie 2x2x1 mm groß ist, der und besteht eben aus diesen zwei Bestandteilen zur Signalverarbeitung und zum Messen vom Druck. Deswegen hat er auch da oben so ein Loch. Sie sehen da oben den schwarzen Punkt im Gehäuse, oder? Da muss irgendwie Luft dazukommen, damit man Druck messen kann. Und der Luftdruck verändert jetzt die Biegung der Membran und die Biegung der Membran erzeugt wieder eine Spannung und die kann ich messen. So, das ist aber noch kein Argument dafür, dass wir mit so einem Barometer auch Höhe messen können. Weil, wer sagt denn, dass die Luft oder dass der Luftdruck sich mit der Höhe ändert? Ja, und bei uns auf der Erde ist das so und der Grund dafür liegt eigentlich darin, dass wir ja eine Atmosphäre besitzen. Diese Atmosphäre, also diese Luft- bzw. Gashülle, die stellt eine nicht zu vernachlässigende Masse dar. Und zwar, die Luft, die oberhalb von uns auf uns herunterdrückt, wiegt in etwa 10.000 Kilo. Das heißt, auf uns drückt eigentlich die ganze Zeit 10.000 Kilo Luft. Das merken wir aber nicht, weil wir daran gewöhnt sind und unser Körper sich daran gewöhnt hat, einen entsprechenden Gegendruck aufbauen zu müssen, der eben dieses eine Bar Luftdruck bei uns hier auf der Erdoberfläche ausgleicht. Wenn wir jetzt aber in den Weltraum gehen würden, würden wir gerade zerplatzen, wenn wir nicht in einem Druckausgleichsbehälter wären, weil unsere Zelle dann nämlich immer noch mit einem Bar nach außen drücken würde, aber von außen drückt nichts mehr zurück, oder? Und dann würde man gerade explodieren. Ja? Also das heißt, unser Luftdruck hängt also von der Menge an Luft, die ober uns ist, ab. Und jetzt kann man sich recht einfach vorstellen, wenn man jetzt immer weiter nach oben geht, dann haben wir ja immer weniger Luft oberhalb von uns. Das heißt, der Luftdruck, also die Menge an Luft, die auf uns drückt, wird immer kleiner. Und deswegen nimmt eben der Luftdruck mit der Höhe ab. Und diese Abnahme, die ist nicht irgendwie linear, da gibt es die sogenannte barometrische Höhenformel. Und ich habe hier mal einfach so einen relevanten Bereich hier mal geplottet. Man sieht hier zum Beispiel, auf Meereshöhe haben wir etwa 1 bar Luftdruck. Und wenn wir uns auf 1000 Meter Höhe befinden, dann haben wir ungefähr noch 0,88 bar. Das heißt, wir verlieren ungefähr 0,12 bar pro 1000 Meter an Druck. Das heißt also, wir können, wenn wir in der Höhe uns verändern, verändert sich der Druck und über den Druck können wir Höhe messen. Und jetzt erstaunlicherweise ist unser Drucksensor in unserem Telefon, ich habe es da unten hingeschrieben, der besitzt eine Genauigkeit von 12 Pascal. Das heißt, der kann im Prinzip 0,12 durch 1000 messen und das heißt 0,12 bar durch 1000 entspricht einem Höhenunterschied von in etwa 1 Meter. Also sie geben sogar einen halben Meter an. Das heißt, es müsste also locker möglich sein, mit dem Barometer in unserem Smartphone zu messen, auf welcher Höhe wir gerade sind, sofern wir uns irgendwie so in Meter-Ranges verändern. So, und das kann jetzt einer von euch ausprobieren. Einer von euch darf jetzt Lift fahren mit dem Stefan. Der Stefan macht das Videotagebuch dazu. Und wir schauen uns an, wie sich's ändert. Stefan, du darfst deinen Kandidaten selber aussuchen. Ja, vielleicht da in der Mitte mal. So, das heißt, hier sehen wir jetzt die Höhe, die unser Barometer anzeigt, aufgrund der Luftdrucksänderung. Okay. Und der Stefan wird jetzt dann noch den Kollegen da filmen. Und die werden jetzt mal ein bisschen durchs Haus laufen und wir werden schauen, was da so vor sich geht. Ja, dann starten wir das Ganze mal. Wir laufen da zur Tür raus erst einmal. So, also, was die beiden jetzt machen, ist so einen kleinen Rundgang durch unser Gebäude. Sie werden jetzt also mal als erstes ein bisschen Lift fahren. Man sieht jetzt schon, er hält das Telefon nicht perfekt auf der gleichen Höhe, oder? Es schwankt da immer ein bisschen, oder? Angefangen haben wir bei 0, jetzt sind wir bei 30 cm tiefer, oder? Ist also wirklich, der sieht eigentlich, wenn man das Telefon nicht genau auf der gleichen Höhe hält. So, jetzt sind wir beim Lift. Der jetzt hoffentlich bald kommt. Der ist ziemlich langsam. So, dann werden wir mal schauen, wie hoch unsere Geschosse hier in dem Gebäude sind. Oder? Wir fahren jetzt einfach quasi so, mal einen Stockwerk wir mal ein. Nach oben. Beide. Gut. So, jetzt Obergeschoss ist gedrückt. Sollte der Lift dann losfahren? Ja, jetzt sehen wir es, oder? Unser Barometer zeigt an, Lift fährt. Ja, die Höhe ändert sich hier, 3 Meter, 4 Meter. Ja, also Sie haben jetzt knapp 4 Meter Höhenunterschied zurückgelegt, sind mit dem Lift ein Geschoss gefahren und fahren jetzt wieder
Und zwar gleich in den Keller runter. Ja, Sie haben jetzt Untergeschoss gedrückt. Man sieht, jetzt fährt der Lift los. Jetzt fahren wir in den Keller. Ja, und dann jetzt sind wir wieder auf unserer Geschosshöhe, hier im Zwischengeschoss. Und jetzt fährt der Lift weiter ins Untergeschoss. Ja, man sieht hier schön, jetzt haben wir statt diesen plus 4 Metern etwa minus 5 Meter. Ja, also wir sind da nicht ganz symmetrisch bei unserer Messung. Das hängt jetzt natürlich damit zusammen, dass der das Handy nicht auf dem Boden hält, sondern ein bisschen in der Höhe, oder? Also wir haben nicht einen symmetrischen Höhenunterschied ganz. So, und jetzt kommen Sie dann gleich wieder zu uns. Jetzt machen wir das Ganze über die Stiege. Und man sieht jetzt auch hier wieder, es ist immer ein bisschen zeitverzögert, oder? Aber man sieht, wie jetzt die Höhe des Barometers ansteigt. Er hat jetzt die erste Stiege genommen, die zweite Stiege. Und dann links, genau. Und jetzt können wir ziemlich genau sagen, dass er jetzt gleich wieder durch die Türe hereinkommen wird und wir uns dann wieder in etwa auf unserer Nulllinie befinden von vorher. Ja? So, also, unser Barometer hat uns jetzt also... So, hallo, wieder da. So, man sieht also hier, so, ganz kurz, Herr Leger, danke. Man sieht hier also wunderbar den Höhenverlauf, den Sie im Lift zurückgelegt haben. Was man auch schön sieht, ist die Geschwindigkeit. Man sieht hier, oder, wie der Lift nach oben gefahren ist, haben wir hier einen Ausschlag der Geschwindigkeit nach oben. Dann ist der Lift gestanden, dann ist der Lift nach unten gefahren in diesem Bereich. Da sehen wir wieder eine Geschwindigkeitsmessung, oder? Die Geschwindigkeit beim Runterfahren. Und dann sieht man hier schön, wie er die erste Stiege genommen hat, dann hinübergelaufen ist und dann die zweite Stiege, oder? Hier sieht man auch schön die Geschwindigkeit, die hier kurz abgenommen hat, weil er ja keine Höhe zurückgelegt hat, wie er praktisch von der einen Treppe auf die andere hinüber ist, ja? Also man kann hier sehr schön quasi am Barometersignal verfolgen, wo er sich gerade aufgehalten hat. Ja, ich sage jetzt noch was zu einem anderen Sensor. Wir können nicht nur die Bewegung und Neigung in verschiedene Richtungen messen, sondern es gibt auch noch einen Extrasensor, der die Drehrate, also wie schnell dreht sich etwas, messen kann. Und dazu auch erstmal ein kleines Filmchen. Der Sensor ist so ähnlich aufgebaut wie der Beschleunigungssensor. Der besteht aus einem beweglichen Teil und einem festen Rahmen. Und wenn sich was dreht, dann wird dieser bewegliche Teil, der erfährt eine Kraft. Die Kraft heißt Corioliskraft nach ihrem Entdecker. Und da zeigen wir euch nachher auch noch ein kleines Experiment dazu, wie man sich das vorstellen muss. Die Funktionsweise sieht man hier. Wir haben wieder zwei Massen, die sind mit so einer Feder aneinander gebunden. Die können also werden so in Schwingung versetzt. Und wenn sich jetzt senkrecht dazu, um so eine senkrechte Achse herum, das Smartphone zu drehen beginnt, dann erfährt die eine Masse eine Kraft in die Richtung und die andere in die entgegengesetzte Richtung und umgekehrt. Darauf beruht also dieser Sensor. So kann man die Drehung sichtbar machen. Und Bosch braucht das oder verkauft die Dinger auch an Autofirmen. Die haben das nämlich für das sogenannte ESP. Also wenn das Fahrzeug anfängt, leicht zu kippen, dann kontrolliert man mit den Rädern wieder, da wird dann verschiedenes Räder gebremst und dann wird das wieder in die richtige Richtung gebracht. Der Initialsensor misst, wie stark sich ein Fahrzeug um seine Hochachse dreht und erfasst damit, ob es schleudert. Der Sensor wird nahe dem Fahrzeugschwerpunkt eingebaut, zum Beispiel im Airbag-Steuergerät. Der Drehratensensor enthält zwei über eine Feder gekoppelte Kammstrukturen. Jeder Bereich besteht aus drei verschachtelten Rahmen, die über Federn miteinander verbunden sind. Der Antriebsrahmen, rot, wird durch eine Wechselspannung zum Schwingen angeregt. Fährt das Auto geradeaus, bleibt der Detektionsrahmen, blau, in Ruhe. Im Betrieb schwingen beide Rahmen gegenphasig, um Fehlmessungen zu vermeiden. Ändert das Auto seine Richtung, werden durch die Corioliskraft Teile der Kammstruktur ausgelenkt und verschieben die Detektionsrahmen. Dabei ändert sich die elektrische Kapazität zwischen den Kammstrukturen proportional zur Drehgeschwindigkeit. Die Sensoren reagieren bereits auf sehr kleine Abstandsänderungen in der Größenordnung eines Atomkerns. Ja, damit kann man also sehr genau
Drehraten messen. Und dieser Effekt, der auch in dem Video erwähnt wurde, den kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal versucht habt, auf dem Spielplatz, auf so einem Karussell, zu zweit sich zu drehen und sich gegenseitig einen Ball zuzuwerfen. Meist wirft man daneben, weil während der Ball in der Luft ist, dreht sich der andere schon wieder weiter. Und das ist genau der Effekt, der diesem Sensor zugrunde liegt. Wir wollen euch das mal zeigen. Wir haben hier so eine Drehscheibe. Und da lassen wir mal zwei Bälle gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen runterlaufen. Und die Bälle werden vorher so eine Tinte getaucht, damit man ihren Verlauf auf diesem Drehteller da verfolgen kann. Und ihr könnt gleichzeitig verfolgen, wie laufen die beiden Kugeln hier, wenn man sie von außen anschaut. Da wird man feststellen, von außen sieht das so aus, als würden die geradeaus nach außen laufen. Also, achtet mal bitte drauf, ich setze das Ganze in Bewegung. Wenn ihr aber jetzt da drin gesessen wärt, dann hättet ihr diese Flugbahn hier gesehen. Also eine gekrümmte Bahn, also sowas, da muss man sagen, ja, da muss doch eine Kraft irgendwo gewirkt haben, die die Kugel da so abgelenkt hat. Und das ist die Kraft, auf der das Funktionsprinzip dieses Sensors beruht. Wollen wir mal demonstrieren, dass das wirklich kann, dass da wirklich so ein Sensor drin ist. Wir packen das Ganze mal in so eine Rolle. Wir müssen dann messen, was wir für einen Radius haben. So, also damit der die Geschwindigkeit berechnen kann, müssen wir einen Radius messen. Das wären also hier 8 Zentimeter, oder? Das heißt, der Radius unserer Rolle wäre 4. Das müssen wir dem System noch sagen, sonst kann es die Geschwindigkeit des rollenden Körpers nicht richtig ausrechnen. So, dann lassen wir das Ding mal rollen. So, was man jetzt hier schön sieht, ist, wir hatten zuerst eine positive Geschwindigkeit, dann habe ich ihn umgedreht, oder? Dann hatten wir eine negative Geschwindigkeit, die ist immer kleiner geworden, dann ist die Rolle wieder zum Stehen gekommen und dann ist die Geschwindigkeit wieder null. Ja? Also das heißt, der Drehratensensor misst eigentlich im Prinzip die sogenannte Winkelgeschwindigkeit, multipliziert sie mit dem Radius der Rolle und kriegt daraus die Geschwindigkeit des rollenden Körpers heraus und man kann damit also zum Beispiel auch von diesem System eben messen, wie schnell sich ein rollender Körper gerade bewegt. So, der Stefan baut jetzt das gerade um. Wir haben ja vorher schon unser Handy mal auf und ab schwingen lassen und jetzt wollen wir es quasi als nächstes noch hin und her schwingen lassen. Das heißt, wir bauen es jetzt ein sogenanntes Fadenpendel, ja, also so im Prinzip wie eine Masse an einem Seil, das hin und her schwingt. Und der Stefan hat das Handy jetzt hier mal schon auf 90 cm Fadenlänge. Gut, also die Fadenlänge ist in dem Fall jetzt mal voreingestellt. Ich stelle die hier mal ein auf 90 cm. So, und jetzt lassen wir unser Pendel einmal pendeln. Und im Prinzip müsste das Pendel oder müsste unsere App hier jetzt imstande sein, aus der Frequenz unseres Pendels quasi auszurechnen, bei der gegebenen Pendellänge, wie groß die Erdbeschleunigung ist. Ja? Weil so ein Fadenpendel, die Beschleunigung von so einem Fadenpendel hängt nämlich lediglich davon ab, wie groß die Periode des Pendels ist. Und die Periode des Pendels hängt nur von der Länge des Pendels ab. Ja? Also man sieht hier jetzt schon schön, dass also hier eine Erdbeschleunigung, Sie sehen es da unten auf dem Wert, rauskommt von irgendwie so knapp über 10.
Das System ist sich auch nicht hundertprozentig einig, wie man sieht, oder? Es schwankt immer, wenn die Pendellänge, wenn die Periodendauer, also die Zeit zwischen einmal nach vor und wieder zurückschwingen, sich ein bisschen ändert, dann ändert sich auch die gemessene Erdbeschleunigung. Man sieht aber, die liegt relativ nahe bei 10. Jetzt wären wir gerade bei 9,98 gewesen. Nicht? Also liegt sehr nahe bei 10. Das heißt, hier lässt sich eigentlich aus dieser Schwingungsdauer des Pendels auf die Erdbeschleunigung schließen. So, und wenn das in die eine Richtung geht, dann soll es auch in die andere Richtung funktionieren. Das heißt, was der Stefan jetzt macht, ist, er stellt jetzt eine uns unbekannte Länge des Pendels ein und wir schauen nach, ob das System aus der Schwingungsdauer des Pendels die richtige Pendellänge berechnen kann, unter der Vorgabe der gegebenen Erdbeschleunigung. Also, der Stefan hat jetzt einfach hier praktisch das Seil verkürzt, ja, und entsprechend das geändert. Ich schalte jetzt hier um auf Messen der Länge. Das heißt, jetzt ist die Erdbeschleunigung quasi vorgegeben und das System versucht jetzt dann aus der Schwingungsdauer des Pendels praktisch auf die Pendellänge zu schließen. Ja, hört schon. So, jetzt schauen wir mal, auf was er sich einigt. Ja, also man sieht schon, die Schwingungsdauer ist noch nicht sehr stabil. Die verändert sich hier noch ein wenig. Ja, er scheint jetzt hier der Meinung zu sein, dass es sich um irgendwas in der Nähe von 80 oder 81 Zentimetern handeln sollte. Was kriegst du mit dem Maßstab? 79,5. Ja. Also man sieht, das ist genau wie vorher, so ungenau wie die Erdbeschleunigung war, so ungenau ist jetzt natürlich auch die Längenmessung. Aber im Prinzip kann man also aus der Periodendauer eines solchen schwingenden Pendels sehr schön auf die Länge oder aus der Länge zum Beispiel auf die Erdbeschleunigung rückschließen. Ja, hier sieht man nochmal, was wir gerade gemacht haben. Wir haben eine Masse, unser Smartphone, aufgehängt an einem Faden mit einer bestimmten Länge und da die Zeit gemessen. Und da gibt es eine Formel dafür. Da unten dieses Symbol steht dafür, wie lange dauert es, bis es einmal hin und wieder zurückschwingt. Periodendauer. Und die hängt von nichts anderem ab als von der Fadenlänge und das ist die Erdbeschleunigung, dieses 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Und an der Formel sieht man schon, wenn man zwei von denen hier kennt, kann man das dritte ausrechnen und das haben wir gerade gemacht. Wir haben einmal die Länge vorgegeben und die Periodendauer gemessen und da konnte man die Erdbeschleunigung bestimmen. Und dann haben wir es umgekehrt gemacht, wir haben die Erdbeschleunigung vorgegeben und die Periodendauer gemessen und da konnte man daraus die Fadenlänge bestimmen. Ja, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu so Kreisbewegungen. Damit so ein Körper sich im Kreis herumbewegt mit einem bestimmten Abstand, muss es eine Kraft geben, die ihn zum Zentrum zieht. Die sogenannte Zentripetalkraft. Denn wenn die nicht mehr wirkt, dann fliegt der Körper so senkrecht tangential an diesem Kreis weg. Und da gibt es auch eine Formel dafür in der Physik, Zentripetalkraft. Der Markus hat ja am Anfang schon was erzählt. Kräfte hängen immer von den Massen ab und führen zu Beschleunigungen. Also zum schneller oder langsamer werden oder zum sich im Kreis bewegen. Und da findet man hier diese, für den Betrag dieser Zentripetalkraft, der hat was damit zu tun, wie groß ist denn der Radius hier, der Abstand zum Kreismittelpunkt und außerdem, wie schnell dreht sich das Ganze. Dafür steht dieses Zeichen hier. Und wenn man da Versuche macht, dann findet man raus, man muss da oben auch noch so ein kleines Quadrat dran setzen, denn wenn man die Geschwindigkeit doppelt so schnell macht, dann wird die Kraft nicht doppelt so groß, sondern viermal so groß. Wenn man sie dreimal so groß macht, dieses hier, dann wird die Kraft neunmal so groß. Das nennt man quadratisch. Und dass da wirklich so eine Kraft vorhanden ist
Das zeigen wir euch mal hier mit unserer Stickstoffdose. Das ist also eine Dose, die mit flüssigem Stickstoff gefüllt ist und die hat unten eine kleine Öffnung. Und aus dieser kleinen Öffnung dampft der Stickstoff heraus und bildet so eine Art Stickstoffkissen, sodass die Reibung fast verschwindet. Und wenn man diese Masse im Kreis rumlaufen lässt, das sieht man hier oben, wir messen da unten, ganz versteckt ist so unser Kraftsensor, der misst die Kraft, kann man hier ablesen an dem Ausschlag dieses Zeigers. Ja, es wird langsamer, der Zeiger sinkt weiter nach unten, die Kraft wird also auch weniger. Und wenn man wieder anfängt, das Ganze schneller im Kreis drehen zu lassen, dann steigt auch die Kraft wieder dabei an. Gut, jetzt wollen wir mal hier nochmal zu dieser Formel zurück. Da steht also hier so eine Art Beschleunigung. Und hier diese Winkelgeschwindigkeit. Und wenn man solche Zusammenhänge so grafisch aufträgt, dann entstehen da solche, man nennt das Parabeln, so Kurven, die hier so nach oben laufen. Und wir zeigen das Ganze mal. Ich lege das Smartphone jetzt mal hier in diesen Drehkörper und setze den in Bewegung. Und das mache ich jetzt langsam immer schneller. Nach und nach, jede Geschwindigkeit gibt da so einen Punkt in diesem Diagrammen. Ich glaube, bevor es abhebt, machen wir wieder langsamer. Drehen wir wieder runter die Geschwindigkeit. Gut, was sieht man jetzt hier an diesem Diagramm? Da ist aufgetragen Beschleunigung A als Funktion von diesem Omega, Winkelgeschwindigkeit, wie schnell geht es im Kreis herum? Und wenn man zurückschaut auf unsere Folie, da taucht also das A hier auf und das Omega hier. Aber nicht nur das Omega, sondern Omega mit dem Quadrat. Und solche Graphen, die haben ja so eine Form, die sind so gebogen. Und tatsächlich haben wir das Gleiche. Hat man hier so eine gebogene Form nach oben. Also ist diese Beschleunigung A und die Winkelgeschwindigkeit steht in diesem Zusammenhang. Jetzt hat natürlich nicht jeder so ein motorbetriebenes Karussell da zu Hause, aber vielleicht hat der ein oder andere eine Salatschleuder. Kann man das da reinpacken und auch versuchen, da diesen Graphen nachzubilden. Ich mache jetzt das Ganze immer schneller. Und langsamer wird es ja von selber. Es steht schon, aber ich denke, man kann hier links wieder schön sehen, wie sich das so nach oben biegt, von 0 bis zu den größeren Geschwindigkeiten. Da hat man sozusagen diese Formel auf der Folie bewiesen oder nachgewiesen. Damit hätten wir eigentlich alle Sensoren, die wir besprechen wollten, besprochen, haben auch das eine oder andere Experiment zu jedem dieser Sensoren gezeigt. Ich möchte vielleicht kurz am Schluss noch, ihr habt es gesehen, wir haben hier sehr oft eine solche Applikation verwendet und diese Applikation, die wir hier zugrunde gelogen haben, um die verschiedenen Experimente auch zu zeigen, nennt sich Firefox. Die gibt es sowohl für Android-Betriebssystem als auch fürs iOS-Betriebssystem gratis zum Runterladen. Das heißt, es hat auch zu vielen von diesen Experimenten YouTube-Videos dabei, die man sich anschauen kann und daheim das eine oder andere nachprobieren. Also wer Lust und Laune hat und ein Smartphone und sonst von den Eltern eines klauen, Firefox runterladen und zu Hause ein bisschen Physik machen.
Und ich hoffe, damit ist das Interesse an der Physik eher ein bisschen gewachsen und nicht gesunken, wenn man auch mal das Handy dafür verwenden kann. Und ja, wünsche allen noch einen schönen Abend und gute Heimreise. Applaus